Ich will Ihnen Sicherheit vermitteln. Etwas, wo es bis heute ein ziemliches Manko gibt, weil das Ausbildungssystem nicht ausreicht, dass man Piloten, die dann schließlich eine Lizenz zum freien Rumfliegen bekommen, dieses auch gewähren lässt. Weil ich muss mir seit vielen Jahren immer wieder mit ansehen, wie viel passiert, sei es auf den Startplätzen oder sonst wo. Und ich glaube zu wissen, woran es liegt. Und deshalb habe ich mir gedacht, es ist eine viel intensivere, umfangreichere Ausbildung erforderlich. Nur dass die im normalen Schulbetrieb kaum realisierbar ist oder schwer realisierbar ist, ist mir auch klar. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich versuche das trotzdem, vielleicht irgendwo ein bisschen exklusiv, sowas anzubieten. Und wenn man nur einmal sich überlegt, wie viel man Starts und Landungen benötigt, damit man mal davon reden kann, dass das ein bisschen eine Sicherheit beinhaltet, dann gehen wir schon in die Zahlen über 1000. Und es gibt Piloten, die jetzt mittlerweile schon über 10 Jahren fliegen und die immer noch nicht diesen Level erreicht haben, dass sie ihr Fluggerät im Griff haben, dass sie diverse Fehler, die ihnen passieren, durch ihr Können kompensieren können. Und das ist mir halt, das ist mein Anliegen. Und dadurch, dass ich selber relativ viel Erfahrung habe und weiß, worum es geht, haben wir in Namibia Bedingungen gefunden und auch geschaffen, wo man zum Beispiel im Grenzbereich und über dem Grenzbereich üben kann. Das heißt, bei Starkwind auf einem Gelände wie den Sanddünen, wo keinerlei Hindernisse vorhanden sind, ob Stromleitungen oder andere, oder Bäume wie bei uns in den Alpen. Und da kann man einfach ein Trainingsprogramm machen, das zurzeit wahrscheinlich mit keinem anderen vergleichbar ist. Und über die Intensität, dass man zum Beispiel in 14 Tagen zwischen 1000 und 2000 Startversuchen und Kurzflüge macht, ist dann klar, dass das natürlich einen entsprechenden Effekt erzielen muss.